So, meine lieben Freunde, bevor es in Urlaub für mich geht, jetzt morgen vor allem, da es für mich morgen in Urlaub geht, würde ich sagen, kommt jetzt noch mal eine XXL-Folge Pikmin 2 noch mal zum Abschluss, denn ja, wie gesagt, dann wird die nächsten folgenden Tage nur noch Vlogs kommen, wie ich das bezeichnen will, wie auch immer. Auf jeden Fall Videos auf Marokko mit Pokémon Go. Hin und wieder mal. Wie gesagt, ich habe mir so gedacht, ich kann ja währenddessen schon mal starten. Es wird jetzt halt eine längere Folge, eineinhalb oder zwei Stunden. Wahrscheinlich eineinhalb, zwei Stunden sind dann doch zu heftig. Ja, ich wollte eigentlich das Let's Play mit halben Stunden machen, aber ich dachte mir, come on, das ist die letzte Folge vom Urlaub. Die kann nochmal schön heftig lang werden. Das kannst du mal jedem hier. Ups, Entschuldigung. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo ich war. War ja wieder ein Weilchen her. Ich glaube, wir müssen die nächste Höhle ansteuern. Das machen wir, glaube ich, mit den Liedern und so weiter. Ich täusche. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie ich das machen werde. Ich dachte mir eigentlich, dass ich das mit einer Kamera aufnehme. Aber da aus dem jetzt nicht so ganz was wurde, dachte ich mir, ich nehme es doch mit dem Handy auf. Sieht auch besser aus und vom Sound her habe ich gemerkt, machen wir das einfach mit Handy. Und ja, wie gesagt, gucken Goal hier Gameplay dann mit der in dem Aufnahmeprogramm wieder. Mit der. Zwar mit der kleinen Facecam nur, aber ja, anders geht jetzt nicht. Hin und wieder nehme ich halt auch. Es ist immer so ein Durcheinander. Manchmal nehme ich was auf mit hier. Oh! Kurz kleines Thema kurz. Die Viecher nämlich, kommen jetzt so, die fressen nämlich diese ollen Beeren auf. Am besten gleich töten. Die ganze Zeit gegen den anderen in den Kampf. Jetzt konnte der andere flüchten. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis der wieder rauskommt. Da müssen wir nur ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen weit weggehen, dann kommt er wieder raus. Versucht wieder zu fressen. Das ist auch ganz krass hier, wie die, während die abgeschleppt werden, noch so rumzappeln. Guckt euch das an. Also tot sind sie ja anscheinend noch nicht. Ah ne, stimmt, wir wollen ja zur Höhle. Da muss ich die auch mitnehmen. Und hier, wie sie dann richtig krass rumzappeln, wenn sie hochgezogen werden, Alter. Also diesmal sind sie, haben wir es nicht mit toten Leichen zu tun, die wir abschleppen, sondern diesmal tatsächlich mit lebenden Viechern. Also die alle hier schon mit, ups, mitnehmen. Weil die ganze Armade hier am Start haben dann. Höhlen sind zwar jetzt zum Anfang noch einfach, aber ja. Mit zu wenig Pikmin sollte man trotzdem nicht reingehen. Aber naja. Später werden wir nur noch mit hunderter Armeen in die Höhlen reingehen. Jetzt am Anfang ist es jetzt noch nicht so schlimm. Da halt die ersten noch nicht so schlimm sind. Ja. Aber hier am Anfang, die sind nicht so schlimm. Die, da brauche ich nicht mit 100 Armeen unbedingt reingehen. Oh, jetzt zurück zum Thema. Wie gesagt, denn da werde ich halt kein Gameplay aufnehmen, also beziehungsweise kein Let's Plays aufnehmen, nur halt diese Vlogs, wenn ich sie so nennen will. Unbedingt so nennen will. Und ja, es kann ganz lustig werden. Oh scheiße. Mir fehlen ein paar Lieder noch. Vier Stück, okay, die nehme ich mit. Habe ich gedacht, die reichen und dann reicht's doch nicht. Ja gut, dann halt nicht. Aber da das halt zwei Wochen wird, wie gesagt, nehme ich einfach fünf mit. Da es halt zwei Wochen sind, wie gesagt, nehme ich jetzt hier halt nochmal so eine extrem lange Folge auf. Eigentlich wollte ich heute, stimmt, zu dem Thema wollte ich kommen. Eigentlich wollte ich heute auch nochmal Shantae aufnehmen. Allerdings müsst ihr wissen, ich habe gerade ein paar Probleme mit dem Let's Play. Der nämlich Part 3, der jetzt eigentlich dran käme, den habe ich schon lange aufgenommen. Nur der lässt sich irgendwie nicht hochladen. Also, beziehungsweise hochgeladen wird er. Nur, ja, Verarbeitung, daran scheitert es immer aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht warum, woran es liegt, aber irgendwie scheitert es immer an dem Verarbeiten. Immer bei den letzten 5%. Das ist ja immer so, dass die letzten 5% dann immer stehen bleiben und dann irgendwann einfach fertig sind. Muss halt ein bisschen länger warten, die dauern am längsten beim Verarbeiten. Beim Hochladen ist es ja normal. Beziehungsweise normal, dass es bis 100% durchgeht, aber bei der Verarbeitung
dauern die letzten 5% immer so lange. Aber erstmal labert. Erstaunlich, meine Metalldetektoren schlagen stark aus. Was mag hier wohl sein? Sollten Sie im Untergrund auf Probleme stoßen, drücken Sie Plus, um mich zu kontaktieren. Drücken Sie dann auf dem Radarschirm links nach rechts. Forschungsgonde wirft danach die Beute ab, um sie und Louis und die Pikmin in Sicherheit zu bringen zu können. Ja. Also man könnte auch in den Höhlen wieder aufgeben, aber das machen wir natürlich nicht. So, dann gehen wir da rein. Da brauchen wir Feuer und Gift. Aber das schaffen wir schon. Das packen wir schon. Die, die mal alles das Spiel gesehen haben, die wissen schon, wie wir das packen werden. Weißer Garten. Zu Level 1. So, jetzt habe ich aber genug Zeit zum Labern. Also die Höhlen. Da werde ich jetzt mehr als genug Zeit zum Labern haben. So. Wie gesagt, ich habe halt Probleme gerade mit dem dritten Part. Und ja, eigentlich wollte ich heute den vierten aufnehmen, aber ja. Seitdem ich jetzt so viermal oder so, drei, viermal versucht habe, den dritten Part hochzuladen und heute auch nochmal. Also ich habe ihn bestimmt jetzt schon so vier, fünf Mal schon versucht, ihn hochzuladen. Ja. Muss ich nach dem Urlaub mal gucken, ob ich das irgendwie fixen kann. Wenn nicht, muss ich den Part halt neu aufnehmen. Allerdings würde es halt mit dem Speichern da, also mit den Speicherdaten ein bisschen doof. Ob ich jetzt, muss ich gucken, ob ich nochmal von vorne anfangen muss oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es schauen, wie gesagt. Aber ich werde erstmal den Urlaub durchmachen. Also danach gucke ich mal, ob ich da irgendwas machen kann. Jetzt fürs Erste habe ich wirklich nicht die Nerven dafür, kurz vor Urlaub. Nein, danke. Deshalb werde ich mich nach dem Urlaub darum kümmern. Und jetzt nehme ich jetzt einfach nur eine schöne XXL-Folge Pikmin 2 auf. Stattdessen. Und das ist auch besser, oder? Ich habe zwar nichts gegen Shante, ich feiere das Spiel auch, aber ja. Komm, so eine schöne XXL-Folge Pikmin 2. Ist doch heftig. Zumindest ist zumindest meine Meinung. Hat ja seine andere Meinung, aber ja. Ich jetzt zumindest, wie gesagt, mega Bock ist drauf, jetzt ein paar Höhlen und so zu machen. Beziehungsweise, sage ich so, hier, jetzt habe ich in den Höhlen habe ich jetzt Zeit zu labern und jetzt habe ich gar nichts zu labern. Wow. Wie gesagt, stimmt ja, ich wollte ja, oder, das ist ja im Prinzip eigentlich schon fertig, ne? Habe ich doch genug schon drüber gelabert. Wie gesagt, halt Urlaub, Vlogs oder so, wie ich es auch immer nennen will, da werde ich halt hin und wieder Gameplay mit der Kamera aufnehmen, Gameplay mit hier dem Aufnahmeprogramm für Pokémon Go. Habe ich mich ja schon informiert, da gibt's Tropios. Wird mega nice. Darf ich auch schon für Wally und für hier Danny, soll ich schon eins hier bereitstellen, damit ich ihn rübertausche. Mensch. Also Danny, der mit dem ich da letztes hier das den Community, glaube ich, gemacht habe, oder? Aber ein Community, der war auf jeden Fall dabei. Ich glaube, der vorletzte oder letzte war es. Der war mit am Start. Und hin und wieder war er mal bei in Raid Parts dabei. Hin und wieder mal. Ihm war halt einer bei Pokémon Go einer meiner besten Freunde. Also, beste Freunde, wisst schon, was ich meine da. Ja, also hier am Hyperfreund und so, ein bester Freund. Es ist aber bisher noch nicht Glücksfreunde irgendwie geworden, was ein bisschen traurig ist. Aber ja, können wir nichts gegen machen. Schauen, wann es soweit ist. Den Glückstausch werde ich wahrscheinlich auch dann irgendwie eine Folge oder so drin packen. Mal schauen. Aber erstmal genießen wir den Urlaub und ja, wie gesagt, da soll ich halt schon ein paar Tropios für Wally und für Danny noch fangen. Ich werde mal gucken, wie ich es mit Tropis mache. Ich werde es mir wahrscheinlich nochmal gucken, ob ich von mir vor dem jetzt heute noch irgendwann nochmal ein Upgrade hole für meine Pokémon-Box, damit ich ein paar mehr tragen kann, weil ich glaube, ich habe nicht mal mehr 50 Plätze frei. Also da muss ich auf jeden Fall noch was ändern. Beziehungsweise muss ich hier auch im Gameplay machen. Also was ändern hier. So, komm. Die Gegner sind ja vollkommen egal. Komm, packt einfach an hier. Werden wir auch zukünftig sehr oft machen, also komm mal, packt einfach an, damit wir schnell fertig werden. Scheiß auf die Zahlen, wie viel wir brauchen. Einfach schnell durch hier. Ich will jetzt auch keinen Speedrun hier aus dem Let's Play machen, aber ja, komm.
Einfach nochmal genießen hier nochmal. Durstkiller. Und noch ein paar Gegner. Später werde ich ja auch nicht mehr alle Gegner einsammeln. Also jetzt in letzter Zeit, in den ersten Höhen werde ich noch versuchen, alle Gegner mitzunehmen. Bringt halt extra Geld noch. Zu Geld haben wir natürlich nicht, nein. Aber später werde ich wahrscheinlich nicht mehr alle Gegner einsammeln. Dann ist es einfach viel zu viel. Muss ich schauen. Aber ich kann mich so erinnern, bei den letzten Höhlen so werde ich auch nicht alle Gegner besiegen. Ich werde für Bestes versuchen, mir es so einfach zu machen wie möglich. Weil ja, einiges, das will ich sehr gerne über umgehen. Wie gesagt, die, die sich wissen, zukünftig kommt, später kommt noch sehr viel Scheiß auf uns zu. Also, ja, werden wir sehen. So, wo war ich jetzt? Ah, nee, anderes Thema. Okay, gut. Hat sich schon geklärt. Beziehungsweise jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Thema. Ja. Deshalb sagte ich, wir werden es easy hier durchschaffen mit dem Gift. Ja, weil es hier einfach die neuen Pikmin gibt, ist klar. Wie gesagt, die, die mal alles Let's Play gesehen haben, die wissen, wussten das eh schon. Beziehungsweise haben man es selber gespielt, wie auch immer. Wie kann eine Blume so tief im Untergrund gedeihen? Wie mysteriös. Dieser Ort ist auffallend warm. Könnte er als eine Art Treibhaus für Blattwerk dienen? Welche interessante Entwicklung. Pikmin scheinen ins Innere der Blume geworfen werden zu wollen. Warum auch immer. Aber naja. Sie wollen sich halt umfärben. Jetzt bitte alle mal nach Blatt sortieren, damit ich nur Blätter umwechseln. Ich versuche es zumindest bestmöglich. Alle Blätter nach vorne kommen. Ah. Ach nee, mehr Blätter habe ich nicht. Achso, okay. Da habe ich nichts falsch gemacht. Gut. Beziehungsweise, was mir auch aufgefallen ist, dass sie die Trefferrate von den Blumen verbessert haben. Also damals war es, Pikmin 1 war es viel schwerer, die zu treffen. Fällt mir nur so auf. Also hier ist es irgendwie viel leichter, die Blumen zu treffen. Da haben die irgendwie nur eine größere Hitbox oder so. Unglaublich, ein weißes Pikmin. Zwar ist es recht dürr, scheint aber äußerst flink zu sein. Seine Augen sind von einem beunruhigenden Rot. Diese Art von Pikmin wurde in ihrem Bericht nicht erwähnt, Olimar. Es muss sich um einen völlig neuen Typus handeln. Eben. Unsere Datei zu diesem Typ ist sozusagen ein unbeschriebenes Blatt, da ein gewisser Captain es versäumt hat, diesen Fund zu dokumentieren. Sie müssen experimentieren und genaue Beobachtungen zum Wohle zukünftiger Generationen machen. Ja, beziehungsweise kann ja Olimar nichts dafür, weil er in solchen Untergründen nicht geforscht hat. Kann er im Prinzip nichts dafür. Den einzigen Untergrund, den wir erforscht haben, ist das Zentrum des Waldes, aber siehst du, da gab es die leider nicht. Hier sind wir halt auch noch viel tiefer und so und halt... Ja, im Prinzip, es kommt auf das Gebiet an. Ich habe ja schon gesagt, dass hier manche Gebiete recycelt wurden, also ein bisschen aus dem ersten Teil sind ein bisschen umgebaut wurden. Das ist sogar ziemlich viel. Ich glaube, nur das erste ist nicht nachgebaut worden. Erstaunlich, die weißen Pikmin haben einen Schatz ausgegraben, der vollständig im Erdreich vergraben war. Ja, das ist nämlich eine Fähigkeit der weißen Pikmin. Die können mit ihren roten Augen Dinge, Objekte im Boden vergraben sehen. Vielleicht können sie mit ihren wachsamen roten Augen Objekte aufspüren, die unter der Erde versteckt sind. Ja, und da hält halt auch einen auch der Radar ein bisschen. Sogar komplett. Wie anders kann man es ja nicht finden. Der ist jetzt hier einfach komplett random hier auf dem Weg hier durch. Also. Damals wollte er einen Nintendo mit konfrontieren, dass die weißen Pikmin das ausgraben können. Ist ja klar. Aber ja, dann später dann ist es ja. Sollen die halt wirklich versteckt sein. Ist ja klar. Da soll halt einer auch der, wie gesagt, der Radar zeigen. Wo denn welche versteckt sind. Und zum Ausgraben brauchen wir halt dann halt die weißen. Logisch. Dann haben wir so ein fettes Stück Klebeband. Tapes. Gamma Tape. Nice. Super Half Textil. Dann haben wir auch alles, dann können wir weiter. Das ist jetzt einfach jetzt halt nur, um die Weißen ein bisschen auf die Probe zu stellen. Bei den Lilanen war es ja auch so, da hat man ja diesen
diesen halben Globus da gehabt, den sie nur die abschleppen konnten, weil man halt dafür 101 Pikmin brauchte und man, da man ja halt nur 100 im Feld haben kann, ja, wurden da gleich mal die Lilanen ausgetestet. Und hier wurden halt die Weißen mit dem Ausgraben da getestet. Und dann war es das ja auch wieder. Super. Was haben wir jetzt? Na, egal, ne. Egal. Genießen wir einfach weiter die Höhle. Weißer Garten, genau. Level 4. Na, da kommen auch schon Giftdinger. Die Dinger können nur die Weißen kaputt machen. Beziehungsweise. Jawohl, das will ich noch nicht ansprechen. Das würde sonst zu viel spoilern. Seit die dieses Spiel gespielt haben oder mein altes Let's Play gesehen haben, die wissen ganz genau. Ja, es soll was anderes gibt. Ich will nicht so viel sagen. Nee, ich will nicht so viel sagen. Ich kann nur, ich sag nur, es gibt noch eine andere Möglichkeit, hier diese Dinger hier zu zerstören. Außer mit den Weißen. Und da will er schon ausgraben. Und dann grab mal aus. Den Pilz. Aber leider kein Essbarer. Leider. Leider. Müsste ein giftiger sein, meiner Meinung nach. Toxischer Pilz, ja. Der ist giftig. Toxine und so ein Kack. Das kannst du nicht essen. Oder sollst du am besten nicht essen? Du kannst es essen, aber sollst du nicht. Macht dir nur das Leben schwer. Fisch? Hering! Heringsfilet! Was? Happen in... Happen in Tomaten! Oh! Oder was steht da? Tomaten! Tomaten! Happen in Tomatencreme! Oh! Okay. Also Heringe in Tomatencreme, in Tomatensoße. Okay, cool. So, ich glaube, man muss es so machen. Was? Wie soll das? Hey, wie soll das nicht funktioniert? Ich hab doch den Scheiß gemacht. Hoch da, ihr Luschen. So, ich hoffe, das reicht. So. Ja. Ja, 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 okay. Jetzt hat's geklappt. Pack zu. Alle zusammen. Müsste dann eventuell der letzte Schatz sein. Eventuell. Wir uns ein bisschen Fisch. Beziehungsweise Hering ist es nie so mein Fall. Hier. Heringsfilet Happen in Tomatencreme. Ja. Nice. Hering ist es nicht so mein Fall. Beziehungsweise der einzige so Fischfan bin ich jetzt nicht. Wenn ich Fisch esse, dann Fischstäbchen. Oder hier Sushi. Da ist hier so Lachs und so. Oder was andere? Thunfisch? Ich glaube Thunfisch war es. Das ist geil, also mit hier Reis und so. Halt Thunfisch. Das laber ich. Halt Sushi. Mit so einer hier mit Sojasauce. Geil. Ah.
Haben auch letztes nochmal wieder gegessen. Ich glaube gestern. Ja genau, gestern haben wir auch wieder Sushi gegessen. Mal schauen, ob wir so einen Sushi-Shop oder so in auf Marokko finden. Wird bestimmt schon sein, aber mal schauen. Weiß ja nicht. War da noch nie. Oh, oh, oh. Ja, ja, stimmt. Letzter Level, stimmt. Habe ich jetzt vollkommen ignoriert. Stimmt, wir sind ja beim finalen Level. Ja, dann würde ich ungern, dass hier die Weißen und Lilanen sterben. Deshalb würde ich sagen... Rote, komm mal ran hier. Die will ich lieber aus dem Spiel haben. Erst recht die Weißen, da wir halt von denen noch keine haben. So, ich glaube nämlich... Ja! Ich glaube zu wissen, welchen wir hier vor uns haben. Den haben, kennt man schon aus Pikmin 1. Da wir halt vor kurzem Reloaded hatten, kennen wir den schon. Da war ja der Hauptboss. Und ist fast tot. Easy ist das. Ja. Jetzt musste nicht mal einer sterben. Wow. Zumindest habe ich nichts gemerkt, dass irgendwer gestorben ist. Handschuh! Gut gemacht, Captain Onima. Sie haben diesen abstrusen Vogelschlangenhybrid besiegt. Nein, sagen Sie bloß. Dieser Schatz befand sich im Inneren dieser Bestie, nicht wahr? Ja, ein Handschuh. Beziehungsweise wie auch immer du ihn nennen willst. So, nimm du den Kopf hier mit. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist tatsächlich. Ich kann mal gucken, was hier drin ist. Oh. Toll. Ja, natürlich. Oh. Spray. Allerdings bei den Eiern ab der Seite hier zweiten Teil aufpassen, da können auch manchmal so eine komischen weißen Viecher rauskommen. Ganz, ganz eklige Dinger. Also hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier in Pikmin 1, da war es ja immer so, da gab es die Viecher noch nicht, da war immer Nektar drin, aber ja, hier in Pikmin 2 wurden so eine komischen weißen Viecher eingebaut. Da rennen die Pikmin dann irgendwie so gestört durch die Gegend und ja, keine Ahnung. Anstatt die Viecher zu killen, keine Ahnung. Richtig eklig auch die Viecher. Fünfmal Schlafsack. Die fressen zwar keine Pikmin, aber... ist eklig, Alter. Dieses Material scheint sehr komfortabel zu sein. Ich werde damit den Lieblingsschlafsack unseres Bosses flicken. Saumprüfung abgeschlossen. Kreuzstich erfolgreich. Der Schlafsack ist bereit. Sollten Sie über ein unbenötigtes Zeitintervall verfügen, drücken Sie und halten Sie C. Um einen Schläfchen zu machen. Ah, ich glaube, es gab es in Pikmin 1 auch mit der Massageeinheit, war das? Konnte man sich, habe ich glaube ich in Pikmin 1 gar nicht gezeigt. Scheiße. Konnte man sich auch mit C oder so hinsetzen. Und so ein bisschen pennen. Also, das hier. Genau. Dann schleppen die eine ab und dann bringen sie ihn zum Schiff. Und in Pikmin 1 kam dann so ein Feuerwerk. Wie das in Pikmin 2 war, weiß ich nicht. Aber wir sagen, Pikmin 1 kam dann so ein Feuerwerk oben draus. Okay. Ja, okay, ist hier was ganz anderes. Vielleicht in Pikmin 1 ging es zumindest bei den... Zwiebeln. Da funktioniert es zumindest. Müssen wir bei den Zwiebeln außerhalb mal ausprobieren, ob das da geht. Können wir gleich machen, wenn wir draußen sind. Und tasten wir das mal gleich mal. Und jetzt mit den Weißen können wir auch in der Oberwelt verdammt viel machen. Zum Beispiel einige Giftmauern einreißen und so. Das ist schon sehr wichtig, dass wir hier die anderen Farben noch bekommen. Süße Lila haben wir schon in der ersten gehabt, aber ja, dass wir auch noch die Weißen bekommen, das ist wichtig. So, dann haben wir das vollständig. 31 Kokos durch Gegner noch. Kann man sich doch mal gönnen. Ist besser als nichts, sage ich mal so. Ja, und jetzt gleich mal hinlegen, müssen wir mal austesten. So. Hinlegen. Gib mir mein Feuerwerk. Enttäuschend. Das
So ein Müll. Es geht nicht. Warte mal. So, 51. Die anderen brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die kann ich reinpacken. Die weißen brauche ich aber noch halt für Mauern. Wie viele haben wir von denen eigentlich? Warte. Ich schick mal Louis los und lass ihn mit den Weißen ein bisschen rumexperimentieren. Ey! Louis ist für dich zuständig. Ey, was? Lass die Blumen in Ruhe. So, und du kümmerst dich mal um den anderen Kack hier. Wo können wir jetzt überhaupt anfangen? Warte mal, wir gehen erstmal nach. Komm, wir gehen erstmal nach rechts. Ich glaube. Karte. Ich glaube, da oben müssen wir erstmal hin. Ja, genau. Da gehen wir erstmal hin. Jetzt hier erstmal eine Giftmauer und die kümmern wir uns jetzt, ja. Was wir jetzt mit Olia machen können, keine Ahnung. Farmen eventuell. Damit haben wir eigentlich gar nichts zu tun, ne? Ja, wir können uns hier die Dinger schnappen hier. Was spricht denn dagegen, ja? Da können wir, kann man immer was gebrauchen. Und das Recht, da ich jetzt halt nicht mehr den Trick nutzen will mit hier, mit den. Mit den mehreren. Mit, also den Trick da mit den. Ultra-Motivier-Spray-Tropfen da, die ich ja in meinem Original-Display gemacht habe, genutzt habe, dass man da zwei kriegt pro Tropfen, habe ich auch im einen der vorigen Parts schon gezeigt, aber wie gesagt, ich will das in diesem Display nicht nutzen. Wie gesagt, in meinem vorigen Display habe ich es genutzt, aber ja, hier will ich es einfach mal lassen, hier belasse ich es mal, dass ich es einmal gezeigt habe und dann war es es. Mal her. Sonst können wir jetzt halt eigentlich nur farmen. Wir hören ja dann, wenn Louis fertig ist. Dann haben wir jetzt schon mal 7. Ist schon nice. Aber warte, stimmt, wir könnten auch mit den Weißen, glaube ich, sogar schon einen Schatz holen. Ich glaube, der müsste hier oben. Hier oben müsste ein Vergrabener sein, ne? Genau, hier, der zeigt, schlägt er auch schon an. Da oben ist ein Vergrabener. Den gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Dann würde ich sagen, ja, heißt es einfach nur. Vermehren, bis die Mauer fertig ist. Was anderes können wir jetzt leider nicht machen. So. Oh, jetzt noch bitte und dann gehen wir wieder zurück zu den Dingern. Inzwischen müsste der nachgewachsen sein, oder? Nein, noch nicht. Aber irgendwo lag da noch Beute rum, ne? Oder ist die schon die Spawn? Ich bin da mit Louis vorbeigegangen, ich habe keine Ahnung. Ne, die ist despawned. Hier war noch einer, aber der ist leider despawned. Ich glaube, hier kommen wir auch noch nicht weiter, weil hier auch eine Giftmauer ist, ne? Was will? Ja, genau, das ist auch eine Giftmauer. Können wir alle noch nicht machen. Es sei denn, ich teile Louis Pikmin auf, aber das sind auch schon nur 15, also... Ne, danke. Erstens kann ich es nicht genau aufteilen. Also könnte höchstens 8, 7 oder so. Irgendwie so aufteilen. Dann sind sie wieder da. Und ja, zweitens, da dauert es ja noch länger. Dann sind zwar beide am Arbeiten, also beide Mauern am Einreißen, aber ja, das dauert dann halt noch länger, als es jetzt schon dauert. Machen wir lieber eins nach dem anderen. Und wollen ja erstmal sehen, was hier hinter dem anderen Teil ist. Ich glaube nämlich, da ist was ganz Geiles. Beziehungsweise etwas, was hier zwar erfunden wurde, aber leider auch nicht mehr in Pikmin 3 vorkam. Also was Neues und Exklusives. Welch war zwar wahrscheinlich auch im Let's Play nicht so nicht brauchen, aber ja, komm. Wenn es schon exklusiv ist, dann gönnen wir uns das auch. So, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Ach, fett! Hä? Hab ich das überhört? LOL. LOL, ey, hab ich das tatsächlich überhört? Gott, ey. Wollen wir das die da oben reichen? Kommt kurz. Oli mal kurz da vorbei. Und hilft ihm mal beim Hochkommen. Diese
Plattform da gibt es ja auch in Pikmin 3 dann wieder. Fernseher. Wo ist meine Fernbedienung? Kacke. Sorry, guys. Ich muss kurz meine Fernbedienung suchen. Shit. Also bei euch ist ja kein Problem. Bei euch geht's ja nicht aus, aber dann sehe ich halt nichts mehr. Shit, Alter, wo ist sie hin? Ich greife jetzt einfach zum Gamepad, wenn es hier schon da liegt. So. Meine Güte. Wo auch immer meine Fernbedienung jetzt abgeblieben ist. Ich kann es mir nicht erklären. Haben jetzt auch gerade die halbe Stunde erreicht. Vor fast einer Minute. So. Dann gibt es hier erstens einen Würfel. Und zweitens die lila Beeren. Die bringen halt entsprechend auch. Oh, genau, 15 Gras. Auch einen ganz anderen Saft. Ganz anderes Spray. Brauche ich ein paar mehr. Gönn dir mal. Ich glaube, es war das in dem nächsten Gebiet oder so. Ich glaube, im dritten Gebiet halt. Dass da, ich glaube, dass es da mehr von denen gibt. Aber ja. Hier können wir ja schon mal anfangen. Und erstmal unser Glückswürfel. 30% haben wir jetzt geschafft. Glückstotem. Nice. Ja, 30% der Schulden sind beglichen. Perfekt. So, was willst du jetzt machen? Die ersten 5 Beeren, wo bemerkt, sind ja nur 5 Beeren. Gönnen wir uns da oben. Ist ja nur eine Blume. Die tragen halt jeweils 5. Dann müssen wir da 2 Durchgänge machen, um unser erstes Spray davon zu bekommen. Aber ich sag, wir können halt mehr jetzt nicht machen. Also, obwohl, ja, stimmt, jetzt können wir zu dem Dings. Und hier die andere Mauer aufmachen. Dafür brauche ich kurz die weißen. Beziehungsweise lohnt sich jetzt auch eh nicht mehr so viel zu machen, weil ich habe schon gesehen und ich sehe es auch schon an der Helligkeit. Also daran, dass es jetzt schon ein bisschen dunkel wird hier, dass es schon langsam Nacht wird. Erstaunlich, diese Lila-Beere enthält eine ultra bittere Essenz. Zwar erscheint sie keinen finanziellen Wert zu haben, aber ich werde noch potenziell nach potenziellen Einsatzmöglichkeiten dafür forschen. Bringen Sie mir noch einige Exemplare. Ja, 10 Stück an der Zahl und davon gibt es wieder neues Spray, wie gesagt, was auch in Pikmin 3 nicht mehr fortgeführt wurde. Hier, nimm mal die Viecher. Ne, mehr habe ich nicht. Okay, gut. Okay, dann kümmert ihr euch mal darum. Ach so, egal. Oder? Na, warte, ich komme gleich zurück. Warte, ich schick nur. Oder ich schick Louis hierher. Warte mal. Dann geht Oli mal dahin. Du musst dich Louis kurz aber dahin schicken. Aber da muss alles klappen. Dann darf ich nichts anbrennen. Wenn ich jetzt das Risiko eingehe, hier Oli mal jetzt die Devices hier ranzuschicken. Dann muss Oli mal jetzt hier stehen bleiben. Und Louis kann einmal hier noch die Dinger sammeln. Der muss dann ganz schnell alle anderen da abholen. Komm, hier noch schneller. Da ist schon mal einer. Okay. Perfekt. Mehr dürfte hier oben auch nicht sein. Da oben höchstens können wir hier. Hier oben geht es dann weiter. Aber wie gesagt, da ist halt Elektromauer und da ist Wasser. Also. Mehr geht hier nicht. Müssen erstmal, um hier weiterzumachen, müssen wir erstmal die gelben holen. Und mit den gelben kriegen wir dann die blauen. Da ist ja eine Elektromauer bei den blauen, bei der blauen Zwiebel. Also wir kriegen auch erst die blauen, wenn wir die gelben haben. Moment. Fuck. Ich habe doch 5 zum Ziel gebracht. Ich habe doch 10 zum Ziel gebracht. Hä, what the fuck? Ist ja komisch.
Das ist doch jedes Mal 5 dran, und beim ersten Mal waren es 5 und gerade eben im zweiten Mal waren es 5. Also warum habe ich jetzt so keinen Spray bekommen? Ist ein bisschen komisch. Einfach nochmal, komm, noch Zeit, komm schnell noch. Wenn wir hier noch aber zusammenbringen wollen. Und schnell. Wie läuft's bei dir? Obwohl, da steht auch langsam was. Da steht nichts da, wird was abgerissen wohl, ja. Beziehungsweise muss man aufpassen, ne? Der ist gleich ein Gegner, kann ich mich erinnern. Oh, ja, ja, da. Seht ihr die Augen da? Müssen wir aufpassen, dass sie nicht angegriffen werden. So. 45. Moment, wo ist einer? Wo ist einer? Scheiße! Warte mal. Ganz schnell. Da ist noch einer. Fuck! Der eine, den ich da hingeschickt habe zum Dings. Das darf ich keiner mehr festhängen, Alter. Fuck! Sorry, Bruder. Ich bin auch so blöd. Ja, das war's. Ich bin auch so blöd, Alter. So ein Pfosten. Da vergisst er das Opfer, was da hinten mir Louis da hochgeholfen hat. So dumm. Also das mit den Zero Deaths in der Nacht, ja. War es schon mal. Das ist schon vorbei. Das an Tag. Wie vielen? Welcher Tag ist das? 4. So ein Müll. Das fuckt mir jetzt ab. Das fangen wir jetzt schon ein bisschen ab. Ulima, gute Arbeit. Hiermit ernähren Sie zum festen Manager. Ja, danke dafür. Passender Moment natürlich. Drücken Sie C, um Arbeit zu teilen. Und C, um welche an Ihnen unter... Gehenden zu delegieren. Da, damit kommst du mir jetzt gerade, ne? Ja. Leck mich. Mit deinen fetten Augen da. Ich weiß, es ist nur einer. Manche würden sagen, scheiß auf den einen. Aber es pisst mir jetzt schon an, ey. Mann. Dabei wollte ich doch wieder so eine schöne Zero Deaths in the Night Challenge machen. Aber ja, die Slide hätte schon an Tag 4 schon verkackt. Fuck, ey. Muss ich erstmal drauf klarkommen, ey. Weiße Pikmin wurden sicher meinen Rumpf untergebracht. Schön. Im Rumpf können es sich sowohl weiße Pikmin als auch violette Pikmin gemütlich machen. Hm. Um die weißen Pikmin ins Freie zu rufen, müssen sie. Ja, kennen wir schon. A drücken. Ja. Was? Den Tag früh zu beenden? Ja, ja, Plus. Und dann. Tag beenden. Ist auch bei den Höhlen so. Das ist genau das gleiche wie, als wenn ich eine Höhle abbrechen würde und das halt hier beim Tag. So, hier, zack. Menü, da zum Sonntag. Dann gab es den Pikmin 1 auch. So, jetzt aber habe ich erstmal anderes zu tun. Erstens Mauer vollständigen und zweitens Schatz holen. Ich habe ja schon gesagt, dass da oben ein Schatz ist. Was macht ihr denn hier? Haut ab. Könnt doch eh nichts. So. Ausgraben jetzt. So. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. So. Einer. Einer. Oh, da ist einer runtergefallen, ey. Leck mich doch. Was, wie konnte das denn passieren? Oh, Glücksi. Nein! Ja, getroffen! Oh, hängt fest, geil! Komm her, es bringt nichts. Muss schon treffen. Oh, geil. Das war wahrscheinlich der Hauptpreis oder so.
Jetzt hat er sich verpisst. Und dann noch zwei Dinger und hier eine rote roter Knopf. Und dieser Schatz. Ein bisschen komisch aus. Pilgerknolle. Alles klar. Ja, das kannst du zur Züge bringen. Bringt er eh zu den roten. Außerhalb kann man ja die weißen und lila nicht vermehren. Schlag euch mal jetzt einfach mal so jetzt. So easy. Kann man einfach so erschlagen. Gut. So, ich würde sagen, wir schicken wieder Louis vor. Mit den weißen. Ey, letzte Mal. Letzte Mal Oli mal in Ruhe. Nix zu melden, ey, die Viecher. Oh, noch einer. Ihr könnt doch nichts, lasst. Okay, dann lässt wenigstens Oli mal in Ruhe. Der hat den an. Der hat Schiss, weil Oli mal den anderen jetzt erschlagen hat, hat er gesehen. Naja. Traut er sich nicht mehr. So, jetzt möchte ich auch bitte fertig werden hier. So, Gift macht euch ja nichts aus hier. Wir sind gegen das. Ja. Bisschen sad, dass da jetzt nur noch der Rest kleine bisschen gefehlt hat, aber okay. Ich musste eine Rettungsmission starten, es tut mir leid. Aber leider hat diese auch gescheitert. Es tut mir sehr leid. Aber mehr können wir jetzt auch nicht machen, außer da weitergehen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir noch irgendwas machen können. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da weiter. Nein, ich hab nur eine weiße. Da rein. So. Onima kann weitergehen. Let's go. Mir so ein Vieh auslöschen. Kommt dran. Wir haben was zu erledigen. Höhlen haben wir bislang jetzt fertig, die zumindest die wir erreichen können. Gibt's ja noch zwei andere. Sieht man ja im Kartenauswahlmenü. Dingsbums im. Wisst schon, was ich meine, da Gebietsauswahlmenü. Da kann man die Höhlen sehen, wie viele da sind, in Form von Fragezeichen unten. Kann euch ja zeigen, wenn wir den Tab beendet haben. Aber erstmal bist du eliminiert, mein Lieber. Hm? Komm her. Ich weiß, dass du eine Blume, keine Blume bist. Du bist eine Blume, aber. Ja, nur eine getarnte Blume. So. Und dein dummes Spielchen hat bei mir nicht funktioniert, das kannst du vergessen. Ich hab hier schon mal hier. Baut. Und das hier mal kurz an. So, nimm die zweite Hälfte des Globus. Vom Globus. Faszinierend, dieses Objekt ähnelt jenem, das sie im friedvollen Tal gefunden haben. Wenn ich das genau untersuche, kann ich vielleicht neue planetare Daten extrapolieren. Eben. Dann können wir nämlich zum nächsten Gebiet. Im Pikmin 1 wurde es. Oh. Boah, könnte ich mal den Speed hier. Könnte ich das machen? Wenn man sich mal überlegt, wie lange es in Pikmin 1 gedauert hat. Selbst mit 100. Ja. Das ist schon krass. Naja, natürlich. Braucht das auch 101. Ja gut, dann komme ich gleich mal kurz mit Lilan wieder. Ist ja kein Problem. Ja, nicht alle. 20 kommen. Da liegt ja auch noch so ein Gegner rum, den möchte ich auch gerne noch zum Schiff bekommen. Beziehungsweise hier. Hier, so. So, leider sind die lila Lama enden. Selbst mit Blumen. Obwohl die Blumen gehen eigentlich noch, ja, siehst du. Aber die ohne, die mit Blatt, ihr seht ja. Die fallen sehr schnell zurück. So, müsste reichen. Ihr packt die an. Also gucke ich mal hier weiter. Ja, okay. Das hat sich erledigt. Hier brauchen wir blaue.
Und im Prinzip sind wir dann eigentlich fertig. Da hinten können wir nicht hin. Oh ja, stimmt! Apropos recyceltes Gebiet. Ich hätte eigentlich das schon längst ansprechen können, ne? Das hier ist Garten der Wald der Hoffnung, ne? Natürlich, hier sind die Pikmin gestartet. Also hier waren die Zwiebeln, dann war hier dieses große Gebiet, dann war hier Wasser. Da hinten war der Schütze oder die Waage, eins von beiden. Ich glaube aber der Schütze war es, glaube ich. Die Waage war, glaube ich, im Zentrum des Waldes. Dann waren hier ein Gegner und so, hier war eine Mauer, dann waren da die Gelben da unten. Also quasi hier waren die Gelben, dann war hier ein paar Gegner, aber hier war es noch ein bisschen breiter hier. Dann ging es hier dann zum Hauptboss, hier war dann das Wasser weg, beziehungsweise hier war dann so Wasser und dann konnte man dann hier so eine Kiste verschieben und dann war da drüben die Schnapper. Vier Stück und einer hatte halt den Geigerzähler. Hier war da. Oh, goldene Schmetterlinge! Aber ich habe jetzt keine Griff bereit. Warte, komm mal her kurz. Scheiße, ich habe die ganzen Lieder angeholt. Ja, natürlich. Und dann lohnt es sich nicht mal, ey. Nichts lohnt sich hier. Alles, was man macht, lohnt es nicht. So ein Kack aber auch. Und da gammelt schon wieder hinten einer rum. Ey, meine Fresse. Mithelfen. Kommen gleich wieder zum Thema zurück. So, warte, dann war hier. Hier war auch Wasser, genau. Da muss man hier mit Olima durch. Dann war da oben ein Punktkäfer. Und da oben war dann der. Warte, warte. Stoßdämpfer war es, genau. Das ist mal so ein besonderes Tier. Topografie-Projektion. Auch diese Hemisphäre beinhaltet einen verborgenen Mikrochip. Ich werde versuchen, die darin enthaltenen Daten zu entschlüsseln. Entschlüsselung abgeschlossen. Wie vermutet, enthält der Chip zusätzliche topografische Daten. Die Daten wurden meiner Datenbank hinzugefügt. Sie sind fortan unter der Bezeichnung Übersichtskarte verfügbar. Also halt... Da. Haben wir hier schon Sphärenkarte, Übersichtskarte, Schlafsack und Schatzanzeiger. Warten noch weitere 8 Ausrüstungsgegenstände auf uns. Wird interessant. Ich würde sagen, hier schicke ich noch ein paar hin. Ja, jetzt können wir im Prinzip wirklich nichts mehr machen, ne? Süße, hier, stimmt. Hier waren die Pigmentzwiebeln und so. Komme ich da zurück? Ich schicke mir jetzt einfach mal hier und ich will ein bisschen erkunden. Warte, ich schicke mal Louis dahin. Der soll sich darum kümmern. So. So, warte, hier ging es dann durch. Na, man kennt es schon langsam wieder. Hier war dann, hier ging es dann durch. Dann war hier eine Mauer. Und hier war dann die außergewöhnliche Schraube. Hier oben war der Schatzanzeiger. Hier wieder eine Mauer. Hier war die gelbe Pigmentzwiebel, Gegner, hier habe ich ja schon gesagt, da ging es hoch. Hier war der große Hauptbereich mit nur wieder Punktkäfern. Hier sieht man sogar an dem grünen Bereich, hier war Wasser überall hier. Da war der Boss dann. Da oben war... Man konnte, erkennt sogar wieder, guck mal hier, hier konnte man drauf stehen. Hier war dann überall Wasser und dann konnte man hier da oben rauf und konnte dann hier die Brücke bauen. Indem man die blauen Pigmente hochgeworfen hat, dann konnte man hier so eine Brücke bauen. Es ist ein bisschen tiefer gegangen und da konnte man sich hier dann zur Waage rüberarbeiten. Nee, der Schütze. Die Waage war ja des anderen Zentrums Waldes. Ging's da hoch. Du wartest hier. Ja, die Pigmentzwiebeln. Also quasi da oben bei den blauen. Da war auch eine Mauer, eine dunkle Mauer und da hinten bei den blauen Pigmenten da. Da war kein Wasser und da war dann der Zwischenboss, die Spinne. Da haben wir hier auch eine Mauer, die haben sie jetzt rausgenommen. Warte mal kurz.
Muss ich mich kurz erinnern. Ah ja, stimmt, hier war ein Gegner. Die Mauer hier war weg. Und dann war hier der Nova Blaster. Da konnte man die, habe ich die Pikmin hier hochgeworfen und dann war da oben der Stoßdämpfer. Haben wir ja vor kurzem das Plate. Da ist auch noch ein Gegner, aber kommen wir erst mit dem Blauen dahin. Süße, könnte ich dahin laufen und ihn selber erschlagen, aber ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus als die euren kleinen Käfer. So würde es sich nicht lohnen, als extra da ein bisschen den da zu provozieren. Ich sag's euch, Leute, das Farmen lohnt sich. Werdet ihr später schon sehen. Das ist recht für die Bosse und so. Beziehungsweise war da nicht hier oben. Stimmt, Nektar. Das können wir jetzt gebrauchen. Hängt zwar hier so ein bisschen am Abgrund, ist ein bisschen doof. Hab ich ein bisschen verkarkt mit dem Käfer, was da die ganzen, die da oben gammeln, aber na egal. Haben wir wenigstens die, die das bekommen, was wir, die es brauchen. So, mehr kann man ja nicht hier reinmachen. Das sind ja die 95. Mit dem blauen, fünf blauen, die hier hinten sind, bei ihrem Schiff. So, dann würde ich sagen, starten wir dann gleich dann in der neuen Gebiet dann durch. Was können wir jetzt noch groß machen? Eigentlich nichts, ne, wirklich, ja. Ich könnte höchstens warten, bis ich da noch ein bisschen hier... Na, hier. Das noch einmal kurz mache. Einen Durchgang machen wir noch. Einen Durchgang. Aber es muss erstmal. Ja, auf Ansage. Das erstmal wieder wachsen. Dann ist es das letzte, dann beenden wir das. Dann ist, kommt bestimmt eh gleich der Countdown. Dann war es eh. Na. Da. Da. Nein. Schnapp dir das da. Schnapp dir! Ich schmeiß dir mal eine Blume rein! So. Meine Güte. Ja, jetzt kommt, der Countdown. Okay. Nee, jetzt kommt erstmal die Nachricht. Beeilung, die Sonne geht unter. Bla bla bla. Oh, gleich, hier geht's ganz schnell mit dem Countdown. Kann man schon sagen, dass hier die Zeit viel schneller vorbeigeht als in Pikmin 1, kann das sein? Nur so eine Theorie, aber ich glaube, hier hat man, hier geht der Tag viel kürzer als in Pikmin 1. Hm. Ja, das war nur eine Theorie, aber kommt mir irgendwie so vor. Aber schöne Musik während der Nacht. Also während die Nacht einbricht. Sehr, sehr schön.
So. Sonst haben wir da schon leider einen bei Sonnenuntergang. Aber heute ist wenigstens keiner gestorben. Und wir haben nur einen bei Kampf und einen bei Sonnenuntergang. Also bislang läuft. Weil bislang ist es auch noch einfacher so. Unima, schlimme Neuigkeiten. Ich dachte, unser Kredit stammt von Happy Kotata Anleihen, aber er kommt von alles verschlingende schwarzes Loch Kredithaie. Ups. Wow. Alles verschlingende schwarzes Loch. Wow. Na egal. Ja. Ich glaube, wir gehen ja mal nur kurz. Ja, da wegen Gelb Pikmin. Ich glaube, wird er erstmal vorschlagen, dass wir erstmal in vorigen Gebieten erstmal alles machen. So, und das heißt jetzt quasi einfach das rote Pikmin schnappen und es einfach zu den gelben Pikmin vorarbeiten. Und ja, wie der Name schon sagt, mystische Quelle, kann man schon im Namen herausnehmen, dass das hier und auch später dann vom Aussehen her, dass das die ferne Quelle recycelt ist. Aber halt, wie gesagt, ein bisschen verändert, wie zum Beispiel das große Gebilde hier, wo wir jetzt gerade drauf sind. Weil sonst erkennt man die ferne Quelle aus Pikmin 1 schon wieder. Sehen Sie dort in der Ferne wilde Pikmin. Können Sie sie sehen, Captain Olima? Ja. Das sind gelbe Pikmin. In der Tat. Wir sind auf sie gestoßen, als sie auf diesem Planeten notgelandet sind, korrekt? Yep. Wäre äußerst hilfreich, wenn Sie sich an sie erinnern könnten. So wie es die roten Pikmin getan haben. In der Tat, äußerst hilfreich. Ja, und das werden sie auch. Wir müssen uns nur zu ihnen vorbewegen. Das heißt erstmal, dass wir uns um ein paar Gegner kümmern müssen. Wie zum Beispiel diesen gelben Okalok, wenn mich nicht alles täuscht, wie wir die Viecher heißen. Aber wie man schon sieht, erhalten die viel, 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 viel weniger aus als in Pikmin 1. Also, wenn man sich da mal in mein Pikmin 1 Display reinschaut, wie lange wir da für einen gelben Okalok oder halt für einen normalen Okalok gebraucht haben, Höhlen-Okalok oder wie die heißen, wie lange wir für einen gebraucht haben, ja, ist das schon echt traurig, wie schwach die geworden sind. Pikmin 1 hat voll ewig gedauert, bis da einen besiegt hast, ey. So. Warte mal. Genau. Oh, hi. Den kennen wir. Erinnert mich an das Pikmin 1 Reloaded Ding, wo da hier, wo wir da gegen diesen bösen Deppen gekämpft haben. Dieses Vieh da. Und da plötzlich dieser Depp da an, also ein Depp ankam. Aber das ist ein neuer Gegner. Feuriger Punktkäfer oder so. Der ist schon echt fies. Nicht nur, dass er brennt, sondern auch, dass er extrem stark ist. Schon vergleichbar mit dem Punktbären. Das ist sogar noch stärker. Ich weiß es nicht. Aber man erinnert sich nur an den einen Punkt Bären, der da 50.000 auf einmal gefressen hat. Gefühlt. In Pikmin 1 Reloaded. Aber es recht ein Pikmin. Schon krass, was da alles in der Fernquelle passiert ist im Reload, Alter. Also so schlimm war es im ersten Let's Play nicht. Die Fernquelle, da haben wir ging's eigentlich geschmeidig. Einigermaßen geschmeidig. Aber in meinem Reloaded, da ging's ja richtig ab, ey. Krass. Und sogar schon in der ersten Folge. In der Fernquelle, also in der ersten Folge, die ich in der Fernquelle gemacht habe. Ja, okay, gut. Es waren 1,5 Stunden Folgen, aber ja, also alle Folgen, aber ja, egal. Was ist das? Ein fremdartiges Holz. Ähnliches botanisches Gebilde bedeckt hier den Boden. Alter, irgendwie juckt die ganze Zeit meinen Hals hier, wenn ich mal das Headset um meinen Hals habe. Jetzt auch nicht. Ja, okay, mein Hals ist voller Schweiß. Warte mal. Einen Moment kurz.
weiß ja auch nicht, was hier abgeht, aber irgendwas habe ich hier mit meinem Hals, ey, Alter. Liegt auf jeden Fall, liegt aber irgendwie an einem Headset, ich weiß nicht. Aber anders kann ich das halt nicht machen, sonst hört er mich ja nicht so gut. Ich könnte zwar so machen, wie ich, wenn Walli am Start ist, dass ich es hier irgendwie hinlege vor mir und ich dann die Lautstärke ein bisschen lauter stelle. Aber ob das wirklich die, die Lösung ist für unser Problem, na, ich weiß ja nicht. Ist das interessant, ich registriere, dass andere Pflanzen darunter ersticken. Ja, sehr interessant. So. Dann löschen wir das mal schnell kurz aus. Schnell und schmerzhaft. Schmerzlos, meine ich. Schnell und schmerzlos. Schlag da gerne mal so ein bisschen mit. Aber ja, jetzt geht's ja schon voran. Na, hier sind dann hier. Ich glaube sogar die Lilan, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das müssen die Lilan sein jetzt. Und müssen erstmal wachsen. Baut hier erstmal hier das Zeug auf. Holt hier Louis schnell den hier wieder. Dann könnte er ja gleich mal einen Nachschub holen, würde ich mal sagen. Punktkäfer hat ja wie viel gefressen? Warte mal, sind wir mit 50 oder mit 40 angekommen? Moment. Also entweder hat er 12 gefressen oder 2. Er ist doch mit 40 angekommen, oder? Zähme doch nichts. Kannst du mir nicht erzählen, dass der 12 gefressen hat? Nee. Wir sind mit 40 angekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Was sonst, das müsste heißen, dass er schon wieder 12 in seine Fresse bekommen hat. Und irgendwie war mir das klar, dass hier diese Viecher sind. Aber diesmal sind es wirklich wesentlich, die Viecher auch während sie ein Pikmin zu fressen zu killen. Pikmin 1 war das nicht so. Da musstest du, haben sie erst Schaden bekommen. Obwohl sie 1000 Mal geschlagen wurden, wurde ihnen erst der Schaden zugefügt, als sie das Pikmin gefressen haben. Hier wurde das Wesen gefixt. Und wie gesagt, diesmal kann man die Pikmin-Wesen noch retten. Auch bei den anderen Gegnern und so, aber ja. In Pikmin 1 kann man die dann nicht mehr retten. Das war schon echt fies. Schade, dass wir nicht im Pikmin 3 sind, dass er die alle automatisch dann auspflückt. Ist aber leider nicht. Kommt da noch mehr, Alter. Pause, aber kurz. Ey! Ich hab mir schon alles leer gefuttert. Soll ich ja nicht mehr? Kleiner Arschlöcher. Komm runter, der hier Pisser. Na, los! Und die kleinen Pisser, los jetzt! Komm auch nicht runter, ne? Ey, ich hab keine Zeit für euch! Kommt runter! Aber eigentlich müssen wir runterschlagen, ey! Los jetzt! Jetzt! Jetzt wo die neuen Dinger am Start und so, Kilze. Reicht mir jetzt. So, schnappt euch alles, was ihr könnt. Obwohl das hier könnt, die beiden behaltet er hier. Und den eigentlich auch. Braun schließen noch Beute für die gelben. So, und ihr packt da an. So, Louis, du gönnst dir. Aber wir brauchen noch Zeit. Denn ich glaube, da gab es eine weiße Mauer. Genau. Und der Rest packt hier an. Okay, gut, dann warte mal. Miranda, du legst die hier ab und holst die weißen. Oh, scheiße. Das macht mir ein bisschen kaputt hier alles. Geht mal alle rein hier. So, lass es mal so. Der Rest wartet da.
Nein, kommt jetzt. Was zum? Jetzt so. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Noch die Hälfte des Tages. In der Zeit müssen wir schaffen, die Giftmauer da beim Feuervieh zu kaputt zu machen, weil dahinter sind die Gelben. Ach so, ja, jetzt haben wir ja eigentlich die fehlende Beere. Ich weiß zwar nicht, warum da irgendwie eine Beere gefehlt hat, da im keine Ahnung, im zweiten Gebiet vorhin. Im Garten, keine Ahnung. Wald des Erwachens, genau. Weiß zwar nicht, warum da eine Beere gefehlt hat, aber ja. Kann ich mich nicht erklären. Ich habe eigentlich 5 eingesammelt, aber okay, da halt nicht. Captain Olimar, die Untersuchung der lila Beeren, die sie entdeckt haben, ist abgeschlossen. Ja, endlich. Hiermit stelle ich Ihnen das Ultra-Bitter-Spray vor. Zwar wurde es noch nicht getestet, aber ich gehe davon aus, dass es hocheffektiv ist. Nennen Sie sich Gegnern und drücken Sie 1, um sie zu besprühen. Ja, diesmal nicht die Pikmin, sondern die Gegner besprühen. Falls erforderlich, kann ich eine Dose Spray aus 10 Beeren herstellen. Ja. Drücken Sie Plus, um das Ding anzuschauen. Ja. Radarschirm nach links. Haben wir schon alles kapiert. Und dann haben wir da drüben auch so einen Anzeiger. So, diesmal heißt es halt, dass man... Oh nein, scheiße, warte. Die sollte doch nicht da lang. Meine Güte, darf ich die von da aus jetzt hier wieder zurückschleppen mit den Gelben? Oh Gott, Alter, leck mich. Das gibt's doch nicht, die Pisser. Okay. Alles klar. Da halt nicht. Aber den schleppe ich auf jeden Fall mit den Gelben ab. Das ist, klar. So, hier rein, hier bitte. Ich hab zu tun. Und zwar für eine lange Zeit. So, dann kümmert sich Louis um die Gelben. Dann gehe ich schon mal weiter. Und sagt, groß will ich hier nicht was machen. Ich will nur das Ziel, die Gelben schnell zu holen. Dann werden wir später an einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkehren. Um uns um die Schätze zu kümmern. Ja, und da wir ja nicht wirklich groß was machen können. Ich erschlag mal ein paar Eier. Und schau mal, was da drin ist. Vielleicht ja so eine Viecher. Aber es kann natürlich sein, dass die nur im Untergrund sind, aber weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß es nicht. Obwohl, nee, doch. Nee, doch. Die gibt's auch oberhalb. Aber hier in dem Fall war jetzt nur Nektar drin. Und halt hier Ultra Motivier Spray. Ganz nice. Na, wir können ja schon mal ein bisschen Erinnerungen schwelgen, weil zum Beispiel da unten, da wo jetzt eine Höhle ist, da war früher im Pikmin 1 der Pilotensitz. Also man kann es hier auch schon ein bisschen wiedererkennen, zum Beispiel, dass da halt auch eine andere Mauer war. Und ist da hinten der, das ist auch ein Schatz, wieder ein Flaschendeckel. Da war dieser Zirconium-Rotor, oder wie das hieß, das Teil. Hier oben war die Spinne im Übrigen, hier waren so Flammen und so, und da waren hier die Spinne. Hier waren so eine Brücke, die man hier runterbauen musste, dann war, das war höher irgendwie. Da war hier eine Mauer, da musste man, sind dann hier durchgegangen. Und da war Wasser, da war eindeutig Wasser hier bei dem Sand hier. Dann kommt, beeilt euch mal ein bisschen. Ein Viertel des Tages haben wir noch. Schnell! Oh. Perfekt. Noch das beseitigen und dann haben wir es. Perfekt. Gibt es auch schon mal ein paar Blumen zum zum Vermehren. So, kommt ran hier. Hi. So, da wurde auch schon die Fähigkeit genau erläutert. Game Pikmin können nämlich Elektrizität seit neuestem überleben. Pikmin 1 war es ja einfach, dass du sie hochwerfen konntest und nur die konnten die Steinbomben tragen. Die im Übrigen hier in diesem Spiel zwar auch gibt, aber nur noch Waffen gegen uns selbst. Also wir selbst können sie nicht mehr, keine Steinbomben mehr einsetzen. Diesmal können die nur die Gegner zu ihrem Gunsten einsetzen. Pikmin 3 sind ja dann wieder Waffen für uns, aber ja.
Ja, können leider nur die Gegner Steinbomben einsetzen, leider. Wie gesagt, damals konnten halt nur die Gelben die tragen in Pikmin 1. Pikmin 3 konnte ja jeder tragen. Aber in Pikmin 1 war es die Fähigkeit der Gelben, zum einen Steinbomben zu tragen und sie kommen halt höher, also nur die Gelben kann man höher werfen, als die anderen. Ist auch hier noch die Fähigkeit mit der Elektrizitätsimmunität. Das gelbe Pikmin ist vom Baum geklettert und startet jetzt in unsere Richtung. Hätte ich gedacht. Offenbar bevorzugt es hochgelegene Plätze, außerdem scheint es sehr leicht zu sein. Zusätzlich verfügt es über sehr große Ohren. Also, ja. Eigentlich hat jedes der Pikmin irgendein Merkmal. Ich glaube, die gelben haben die Ohren, die blauen haben den Mund und die roten haben die Nase, glaube ich. Müsste ich es benennen, würde ich dieses Ohren-Pikmin bezeichnen. Aber ich werde den Namen verwenden, den Onimar dieser Art gegeben hat. Also einfach Pikmin. Merkwürdig, meine Sonnen für statische Elektrizität schlagen heftig aus. Was könnte das bedeuten? Ja, eben. Ist ja auch eine neue Fähigkeit der Gelben. So, kommt mal ran hier. Dann könnt ihr gleich mal arbeiten hier, so. Hoffen wir, dass wir die ganze Beute auch nach Hause kriegen hier. Weil wir haben da einiges, was uns da weggelaufen ist. Beziehungsweise der eine Depp da drüben. Die müssen wir hierher bekommen. Oder könnt ihr euch die hier gönnen? Die tragen die random. Also ich weiß nicht, ob der jetzt so schlau sind, die... Ob die so schlau sind und die zu den Game schleppen. Siehst du, die tragen die jetzt zu den Roten. Jetzt so tragen sie zu den Gelben. Okay. Ist auch ein bisschen Beeilung. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Schnell! Nein! Boah, jetzt drehen die wieder um, ey. Was soll denn das? So ein Schmarrn. Kommt jetzt ran hier. Drehen die noch kurz vorm Ziel um, ey. Ich glaub's ja nicht. Habt ihr das gesehen, ey? Ach ja, scheiß drauf. Wir gehen zu den Roten. Kack drauf. So, jetzt erstmal den hier. So, aber es reicht. Okay, ja, genau. Den da. Und jetzt noch den einen. Oh ne, da ist noch einer, stimmt. Den Deppen auch noch. So. Und dann noch der Dulli, der hinten liegt. Da müsst ihr euch aber ein bisschen beeilen. Wir haben langsam keine Zeit mehr. Nein. Gelb. Genau. Das will ich von euch sehen. Passt da noch einer ran hier? Passt noch der eine? Ja, perfekt. Okay, gut. Brauche ich mir ja darum keine Sorgen zu machen. So, ihr macht auch noch schnell hin. Und ihr auch. Langsam hapert es an der Zeit. Wir wissen, wie schnell der Countdown kommt. Also sobald die Einblendung kommt, dass wir uns beeilen müssen, müssen wir gerne schnell hin machen. Wie ich schon gesagt, wir wissen, wie schnell der Countdown kommt in dem Spiel hier, in Pikmin 2. Ich helfe euch mal ein bisschen. Die kommen ja ganz schnell angesprintet, wegen den Weißen, weil die halt so schnell sind. Aber den anderen... Und das wäre jetzt auch noch gewesen, wenn die jetzt auch so umgedreht, so schnurstracks umgedreht. Oh, geil! Ah, das schaffen wir aber nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr. Oh, das wäre so schön. Ein Frosch und ein Fünferknopf, Alter. Boah, mega. Oh, schaffen wir leider nicht mehr. Zu schade. Leider zu spät. So, es dürfte ja eigentlich keiner mehr rumgammeln irgendwo. Wenn doch, dann fressigen Besen. Darf hier aber auch keine verloren gehen. Ihr seid ja schnell genug, komm mal. Bei euch dürfte ich mir eigentlich keine Sorgen machen. So, du gammelst hier auch noch rum. Sehr schön. Ja, alle 78 am Start. Gut. Da haben wir das. Oh,
Wo wir jetzt auch gerade eine andere Musik haben hier jetzt. Das ist ein Lied im Übrigen, für die sich wissen, das hat damit zu tun, wie viele Schätze man an den Tag hat. Wenn man verdammt übelst brutal viele Schätze hat, dann kommt auch eine andere Musik. Wenn es so im Rahmen ist, dann ist halt die immer sonst spielt. Und wenn man halt einen oder so oder gar keine Schätze hat, dann ja, dann kommt die wir gerade eben hatten. Da wir keine bekommen haben heute. Aber absichtlich, weil ich halt hier nur die gelben holen wollte, schnell. Einen anderen Grund haben wir hier nicht gehabt, hierher zu kommen. So, sterben mussten. Ja, okay, zwei. Gut, hier haben wir die Bestätigung. Zwei hat dieser Typ gefressen. Wollte schon sagen. Hab gerade einen Anruf vom Kreditgeber erhalten. Der hat vielleicht eine gruselige Stimme. Mein Leben hängt an einem Faden. An die Arbeit, ihr Faulpelze. Ja, okay, gut. Heute haben wir nichts geleistet, aber immer mit der Ruhe. Wir haben immerhin schon 30%. Bleibt mal ruhig. Geben ist ja schon Mühe. So. Jetzt können wir ja mit den Gelben hier Blauen holen. Und ich würde sagen, nach dem Tag beende ich die Folge. Dann haben wir wirklich genug gesehen. Oh, das sind neue Viecher. Ja, perfekt für die Gelben. Komm mal ran hier. Hi. Muss auch treffen, ne? Nein! Geht doch. Okay. Ach, leck mich doch. Ich habe mir extra so Mühe gegeben. Und was bist du eigentlich, kleiner Spacko? Dulli. Nein! Nein! Oh Gott, ich bin so dämlich. So jetzt. Scheiße. Buch sie nicht so gut, wie es sein soll. Dann killt mal die hier. Die werdet ihr wohl killen können, ne? Ja, die ist doch mal easy. Abschleppen. Wir haben noch was zu tun. Also beeilt euch mal ein bisschen. Haben Wichtigeres zu tun. Eventuell auch noch in eine Höhle gehen, aber ja. Das war dann auch. So, schafft er den Großen? Weiß er nicht. Können es versuchen, aber naja. Sind die Gelben, die sind nicht so stark wie die Roten. Also die Roten kommen mit Sicherheit in der Menge klar. Aber die Gelben. Wir können ja mal das Spray ausprobieren hier. Oder? Oder das Bitterspray? Erstmal das Motivierspray. Alles noch da rein. Noch. Davon haben wir 15 Stück, beziehungsweise nur 14. Passt schon. Erstaunlich, die Köpfe der Pikmin leuchten. Sie wirken plötzlich extrem aufgeregt. Das Ultra-Motivier-Spray scheint Geschwindigkeit und Angriffskraft der Pikmin zu erhöhen. Was für eine großartige Entdeckung. Eben. Also damit müsste es ja wohl schaffen, oder? Easy, guck. So geht das. Wie schnell die sind, heilige Scheiße. Kann man so auch ganz easy die viele die Dinger klein machen. So. So leuchtet. So, jetzt ist auch wieder vorbei. Aber schon geil, das Spray. Wie gesagt, das wurde ja noch in dem Pikmin 3 wiedergebracht. Nur das Bitterspray wurde rausgeschmissen. Weil Nintendo halt gemerkt hat, dass es nicht so viele genutzt haben. Wurde jetzt nicht so gefeiert. Aber das Ultra-Motivier-Spray, das ist geil. Das hat jeder gefeiert. Das haben sie wiedergebracht. Oh, hi. Das holzige Ding aus der
aus dem, was wir da gerade gesehen haben in dem anderen hier, mythische Quelle, das ist jetzt auch hier am Start. Dann eliminieren wir es mal schnell kurz, bevor wir weitergehen, um die Blauen zu retten. Beziehungsweise können wir sogar gleich auch einen Schatz ansteuern. Den ich jetzt noch im Kopf habe, der nämlich gleich hier oben liegt. Den wir nur mit den Gelben rankommen, da oben. Weiterer Flaschendeckel. Der killt ihn perfekt. Ein Gelber dieses Mal. So, die schleppt den ab. Da ist noch einer. Schön die Gelben vermehren. Jetzt, wo die jetzt auch ein richtiges Element bekommen haben, sind die auch wirklich wichtig. Und Pikmin 1 waren jetzt nicht sonderlich wichtig jetzt, oder? Da braucht man nicht sonderlich viele Gelbe. Jetzt wirklich eigentlich nur für Steinbomben und für Teile, die hochgelegen sind. Aber ja, hier haben sie ja wirklich ein richtiges Element bekommen, halt Elektrizität. Und hier lohnt es sich, die Viecher auch zu vermehren. Doch nice. Und auch ruhig Spray zu holen. Blumenpigment draus zu machen. Oh, warte, ich hab's gerade gesehen. Wiedermals. Oh ja, nice. Wiedermals. Epic. Hypnoplatte mit Wiedermals drauf. Geil. Gibt ja davon Wiedermals und Karamals. Und ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen wieder. Gibt welche, die Vitamalz trinken, die welche, die Karamalz trinken. Bin auf jeden Fall auf der Seite von Vitamalz. Was wollt ihr Viecher eigentlich schon wieder, hä? Ihr Dullis, ey. Nichts als fressen könnt ihr. Pisst euch, ihr könnt nix. So. Ja, hier, ihr könnt's auch. Aber danach gehen wir sofort zu den Blauen. Um zu retten. Okay. Ja, die meisten haben die Viecher schon gefressen, also kommen da jetzt leider nur 4 raus. Von 10. Wohlbemerkt. Oh Mann, wir haben einige Blattpicken am Start. So. Können wir hier alles nachschlagen? Ja, 4. Von den Bitterdingern haben wir 8 von 10. Oh. Fehlen auch noch ein paar. Oh, hi. Grünen können wir jetzt nicht mehr gefressen werden. Die haben die Viecher jetzt gekillt. Also gefressen werden können die nicht mehr. Oh, jetzt müsst ihr euch erstmal um das Vieh da oben kümmern. Alleine. Warte. Einsammeln sollte ihr es aber nicht. Das sollen die Blauen bekommen. Alle rankommen hier. Ach, jetzt haben sie es auch mal gecheckt, dass da die Blauen sind. Wow. Schnellchecker. Ja, die werden wir jetzt befreien. Sehen Sie doch, wilde blaue Pikmin jagen am Ufer ihre Beute. Diese Gänse hätten wir schon längst auslösen können, aber indem wir da hochgegangen wären, aber. Ja. Wir wussten ja schon, dass wir an die eh nicht rankommen. Vielleicht erfahren wir mehr über sie, wenn wir diese Exemplare beobachten. Was? Das klingt. Ich bitte um Verzeihung. Ich
Ich war jetzt kurzzeitig von ihnen bezaubert. Alles klar. Aber jetzt zurück an die Arbeit. Ja. Eben. Damit rede ich von euch. Ich glaube, Elektrizitätsmauer darf ich nicht berühren. Ich glaube, da kriege ich aufs Maul. Kurzer Test. Ja. Louis ist mein Opfer hier. Obwohl es ja auch nichts Neues. Ist auch einfach ein Opfer, also ja, verdient er das. Aber irgendwann wissen wir jetzt dank dir, dass wir dass Elektrizität uns schadet. Im Gegensatz zu Gift. Aber gibt ja auch Sinn, weil Gift schadet uns ja nicht, weil wir einen Helm tragen und halt Schutz und so. Nein. Und ja, die Elektrizität ist, fließt ja durch unseren Körper dann durch. Also da hilft uns auch der Raumanzug nicht. Und bei Feuer genauso. Aber ich glaube, da gibt es entsprechenden Schutz dafür. Später. Endlich sind sie auf sie gestoßen. Sie scheinen über kiemenähnliche Organe an ihrem Backen zu verfügen. Das müssen sie, das müssen die blauen Pigmen sein. Ja, echt. Genau wie die anderen Arten scheinen sie darauf zu warten, ohne von ihm befehligt zu werden. Zwar sind sie durchaus in der Lage, allein zu überleben. Trotzdem scheinen sie nach anderen tapferen Anführungen Ausschau zu halten. Nice. Na, dann kommt man her hier. Ich hatte diese ollen kleinen Viecher dazu jagen. Das überhaupt nichts bringt, weil die glaube ich nur ein Pigment bringen und absolut unnötig sind. Da könnte der ja ganz easy diese ganzen Blumen jagen. Ist noch viel einfacher. Ja komm, wenn es sein muss. Nee, das ist doch viel einfacher, sich zu vermehren. Hier liegt noch ein Teil. Der ist schon mal down. Zweites down. Da kommt. Sind die beiden zum Ziel? Dann habt das auch gleich. Wird aber auch langsam knapp hier. Wir haben schließlich auch noch einen Schatz hier abzuliefern hier. Ich glaube, das ist ein Mario Isaac, ne? Mario. Paint? Mario Paint, glaube ich, steht da drauf. Weiß es nicht. Ich glaube, da steht Mario Paint drauf, wenn ich es richtig gelesen habe. War nicht Mario Paint ein Spiel? Ich glaube, Mario Paint war ein Spiel. Ich weiß aber nicht wofür. Ich weiß was von. Oder war es für den Super Nintendo, wo man eine Maus anschließen konnte? Es gab ja so ein Spiel, wo man an den Super Nintendo eine Maus anschließen konnte. Und war das nicht Mario Paint? Weiß ich nicht, bin mir nicht mehr sicher. Das einzige Super Nintendo Spiel, was ich immer noch habe, ist hier Yoshi's Island. Haben mir schon seit einer Weile vorgehabt, mir Mario World zu holen. Kam aber nie dazu. So, könnt ihr wesentlich schon mal das hier wesentlich zum Schiff tragen? Okay, könnt ihr. Dann macht das mal schnell. Was kannst du hier machen mit den gelben? Eigentlich nichts, ne? Für den Rest brauchen wir erstmal die blauen. Und dafür, die müssen wir noch ein bisschen vermehren. Na, du kannst die hier machen, stimmt, das kannst du machen. Dann geht's in der nächsten Folge dann normal weiter. Dann würde ich sagen, beende ich, wenn der Tag vorbei ist, nicht voll. Dann haben wir unsere 1,5 Stunden hier. Dann in der nächsten Folge geht's dann wieder normal weiter. Mit den 30 Minuten wieder. Ja, das war jetzt nur so eine Art kleines Special vorm Urlaub nochmal. Da wird man nochmal ein bisschen Pikmin genossen haben. Aber jetzt kommen dann
diese täglichen Videos. Wenn ich es schaffe, zumindest sie hochzuladen. Das muss nicht heißen, dass ich sie hochladen kann, aber mir wurde zumindest gesagt, dass wir im Urlaub, also im Hotel, Internet haben, also WLAN. Und ja, also ich müsste die eigentlich dann hochladen können. Ich nehme auch meinen Laptop mit dann halt. Und ja, ich werde versuchen, die dann da auch von da aus abends dann hochzuladen. Und das versuche ich, wie gesagt, halt auch täglich zu machen. Ich kann es nicht versprechen. Kommt drauf an, was wir da täglich machen und so. Und wann ich da mal die Zeit finde. Kann auch manchmal passieren, wenn Folgen irgendwie mal kürzer werden oder so. Also ja, wir werden sehen, wie die Folgen dann werden. Da bin ich einfach nur froh, wenn ich die die Folge jetzt hier, die 1,5-stündige Pikmin 2 Folge heute noch hochladen kann. Dann bin ich froh genug. So, ihr kommt schon mal rein, ihr könnt hier schon mal nichts mehr machen. Muss dann ganz schön noch die Blauen zum Schiff wiederbringen. Oh, 111 haben wir schon von denen, krass. Und mal Forever Alone. Tut mir schon glatt leid. Louis gönn ich's, wenn er Forever Alone ist, den gönn ich's. Aber ja, immer gönn ich's nicht. Der ist, der hat sich verdient. So, so hier steht noch, ja, Mario Paints. Paints steht drauf. Mario Paints Blue. Als Farbe. Nice. Wo kommt die denn her? Irgendwo vom von irgendwo nirgendwo kamen die her. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Seid einfach zu langsam, Guys. Aber sterben würden sie ja so oder so nicht. Also wir müssen sie zum Schiff haben, aber war eigentlich egal, oder? Na, ist egal, komm. Egal, so ist das beim Schiff, so, Punkt. Fertig. Ich hätte zwar noch gerne eine Höhle geschafft, aber ja, ist leider nicht. Zeit geht halt einfach wirklich viel zu schnell rüber. Oh Gott! Jetzt dürfen wir den ganzen Weg zum Schiff haben. Ich weiß zwar, es ist zwar sicher, die sterben nicht. Aber die Vorstellung ist scheiße, wie sie jetzt den ganzen Weg da zum Schiff schleppen oder latschen müssen. Ja. Wäre auch böse, wenn die jetzt sterben. Sind zwar jetzt auch gerade keine Viecher da, aber ja. Sterben auch nicht, so, Punkt. Könnt ihr mir nicht erzählen. Sie sind ja safe hinter mir. Egal, ob die jetzt so 50 Meter jetzt zum Schiff laufen müssen oder nicht. So, dekorative Schmiere und Hypnoplatte. Let's go. So, 0 Deaths eigentlich. Ja, 0 Deaths. 4 insgesamt bislang. Krass. Oh, hi. Hi, Papa. Da, Mama hörte von deiner Beförderung. Jetzt ist sie sehr glücklich. Jetzt hast du viele Leute unter dir, oder? Bist du jetzt ein Super-Captain? Eventuell. Achso, ist das dein Sohn? Achso, okay. Der wurde ja auch schon in Pikmin 1 erwähnt. Aber gezeigt wurde er nie. Ach, da haben wir ihn ja. Okay. Und eine Tochter hat er ja auch. Ja, genau. Den Schützen hat er von seinem Jungen. Und die Waage hat er, glaube ich, von seiner Tochter. Ein oder andersrum. Keine Ahnung. Irgendwie war das. Diese beiden Teile aus Pikmin 1. Und beide hat er jeweils von seinem Sohn und von seiner, oder jeweils halt von seiner Tochter. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, wie gesagt, der Schütze war von seinem Sohn. Oder was andersrum? Nee, ich glaube, der Schütze von seinem Sohn und die Waage von seiner Tochter. Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet schon sehen, wenn ihr im Pikmin 1 Display schaut oder es selber einfach spielt. Mir würde ich sagen, das war's mit der schönen, knackigen XXL-Folge Pikmin 2, jetzt so kurz vorm Urlaub. Schön nochmal hier ein bisschen Pikmin 2 genossen. Das ist schon nice. Und ja, beim nächsten Mal wird dann weiter erforscht hier in Wald des Erwachens. Hab ich beim anderen Mal nicht was anderes gesagt. Warte mal. Hab ich mich einmal versprochen einmal? Na egal, auf jeden Fall. Wald des Erwachens ist es auf jeden Fall. Wenn ich es irgendwann mal falsch ausgesprochen habe. Da geht es dann weiter beim nächsten Mal. Wahrscheinlich, ich sag halt dann, wahrscheinlich dann nach dem Urlaub dann, wenn ich wieder da bin. Bis zum nächsten auf jeden Fall. Bis morgen dann bei den, ja, bei den Vlogs, wenn ich sie jetzt so nennen will. Und ja, dann wird ein bisschen da Morgo genossen und gechillt. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten und ciao.